So, herzlich willkommen zur 9. Folge von Onsem. Ja, es ist eine Weile her, wo ich das wieder hochgeladen habe. Es war arbeitmäßig war es nicht ganz besonders gut und naja. Schwamm drüber, jetzt erst einmal geht es wieder weiter mit Onsem. Ich werde das erste Mal als deine Info mal. Ich habe auch das auf Twitter auch geschrieben. Das Onsem komplett hochladen. Alles schneiden, alles hochladen. Und ja, das Spiel ist schon fertig, deswegen auch gleich alles. Und naja. Anschluss nach Onsen wird City Skylines und Dragon Age wird hochgeladen, soweit ich das habe. Und City Skylines und Dragon Age sind sozusagen die zwei Projekte, wo ich erstmal noch am Laufen halte. Und ja, nachdem ich Dragon Age fertig habe, geht es eigentlich mit einem neuen Projekt weiter. Naja, ich wünsche euch jetzt alle noch viel Spaß und dann bis zur 10. Folge. Tschüssi! Ich habe schon noch eine Frage gestellt. Naja, gut, wir haben ein bisschen zu lange gekämpft und haben es nichts gemacht. Die Arkanistenausrüstung muss hier irgendwo sein. Ja, Transport in 23 Sekunden. Das war der doch mal. Schnetzeln! Hat was? Ach nö. Ihr könnt mit der Extrahierung beginnen, sobald sie soweit sind. Ja, damit. Schnauze hier! Ja, ich hoffe, ich hat das. Das hat was gebracht. Oh ja, hat schon was gebracht. Mehr Informationen waren nicht drauf. Hat es was gebracht? Hat es was gebracht? Hab's was zum Lesen. Eine Sentinel-Patrouille in der Nähe braucht noch zusätzliche Hilfe im Kampf gegen einen Star-Schwarm. Verstanden. Ich sehe, was ich tun kann. La 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 la. Aber ich muss sagen, es wird übelst gut abgekühlt. Schade, hier gibt's nichts. Ja. Ich habe die Gruppe Sentinels entdeckt. Sie brauchen Hilfe gegen die Star. Okay. Regen die auf hier.
Wegen seinen. Naja, Ska, ob sie nicht gebrüllt. Alles Ska vernichtet. Klingt gut, wenn Sie mich fragen. Hallo! Großartig. Diese Ska sind erledigt. Gute Arbeit da draußen, Freelancer. Alter, auf den Kasten vorne von meinen Füßen rumzulatschen. Danke. Ah, wie schön, die Hunde gedrückt. So ein Scheiß. Aber es wäre richtig interessant, wie hoch man eigentlich fliegen kann. So, bei bestimmten großen Gebieten richtig schön hoch zu fliegen und dann richtig schön abzustürzen. Oh, das würde bestimmt so richtig viel Spaß machen. 20 Sekunden Abschluss, ui, und so, ach, ja, bestimmt lustig. Bada! Der Koloss ist viel zu groß für das Schloss da rechts an der linken Seite. Ah, der Koloss hat mehr. Scheiße, was müssen wir alle gleich? Bala. La la. Phantomtreffer, der Interceptor projiziert ein Abbild von sich selbst auf maximal 3 Ziele. Oh ja, da kann ich mit richtig schnell auf die Säcke gehen. Hihihi, ist richtig schwer gegangen. Na na na. Na na na. Na na. Na na. So, wir haben hier Komponenten. Linke Inschrift. In der Inschrift kombiniert die den Schaden von Nahkampfangriffen des Interceptors bzw. des Grundschadens erhöht. Ja. Aber ich gehe schon gerne richtig schön voran. Und die Maschinengröße um 30% des Grundwertes und des Häufigkeit von Missionsbefunde um 50% des Grundwertes. Ja, stimmt schon. Seit wann benutze ich das? Ich habe das jetzt mal nicht irgendwie gesehen. Irgendetwas, das hilft. Ja, es war Treffersystem. Unterstützungssystem. Das ist immer noch das gleiche. Der Aufschrei ist gut. Hat schon einiges gebracht. Gewehr, schwere Pistole, Schrotflinte oder schwere Pistole. Geschwindigkeit her damit.
Das hat auch Geschwindigkeit, das ist eine Schroti. Nehmen wir mal das Präzisionsgewehr. Angriffssystem. Aber immer noch das. Hat er einen Zeppelin-Tester? Ja, das ist ja. Mal schauen. Ach, übrigens, ich werde euch noch was zeigen. Zwar Interceptor, mach mal neu, dann mach mal Interceptor. Die Ausrüstung behandelt den Zeppelin und so weiter schon aus. Mal schauen, ob das immer noch das gleiche drin ist. Der und Wächter, ja. Ich habe ja noch zwei Zeppelins und da ist es wirklich so, dass dann eins eigentlich Grundwert ist und das Standard einfach das ist, was wir mitnehmen werden. Das habe ich bis von Range einmal verpasst. Scheiße. Ja. Deswegen. Schauen wir doch mal, wie es so ist. So. Jetzt werden wir noch ein bisschen reden wahrscheinlich wieder und dann werden wir noch ein bisschen was machen drüben. Oder eine Mission annehmen. Und dann heißt es, ich weiß nicht, kommt davon, wie viel wir reden müssen und so. Vielleicht werde ich einfach bis noch so eine kleine Aufgabe machen für. Aber mal schauen. Und wie ist, lege ich mir richtig schön hin und genieße es und ja. Bist du das mit dem Licht, muss ich schon ändern? Ja, was schon richtig schön viel von machen wollte, einfach nur mit Rech, also so abwechselnd. So. Und reden will keiner. Doch, unten wieder. Da oben wieder. Das ist. Kanistenrunen. Ja, das ist das nächste, was wir machen. Wenn wir schon nach oben gehen. Nochmal. Das ist das nächste. Ich gehe mal davon aus, dass du reden möchtest. Ja. Hallo. Willkommen zurück bei Onkel Vonnies. Danke. Diese Woche sind ein paar exklusive Legierungen und Komponenten hereingekommen. Ich kann nicht sagen, wie wir an sie gekommen sind, aber dein Javelin wird es dir danken, wenn du etwas kaufst. Du bist sehr überzeugend, Selena. Danke, ich habe geübt. Oh, ich bin froh, dass du hier bist. Ich möchte dir von meinem Koroks-Abenteuer erzählen. Klar, was, wie war's? Blablabla. Oh ja, ich will alles darüber hören. Oh ja. Okay, also es war ein wunderschöner Tag und es dauerte eine Weile, bis wir endlich ein Koroks-Baby gefunden hatten. Als ich anfing, es zu streicheln, sah es mich mit all seinen Augen an und machte diesen unheimlich süßen Grunzlaut. Rückblickend muss das so eine Art Ruf gewesen sein, denn seine Mutter tauchte auf und... Boah, war die sauer. Und so schnell. Wurdest du verletzt? Das war das Merkwürdige. Ich habe das Baby gestreichelt, aber die Mutter ist nur meinem Cousin Dalton hinterhergejagt. Er hatte zwar seine Waffe, aber dieser Koroks war verdammt schnell. Ist Dalton was passiert? Die Sache ist, dass er zwar einen gewaltigen Treffer kassiert hat und sehr weit geflogen ist, doch als er aufstand, war nichts gebrochen und er hatte nicht mal einen Kratzer. So ein Glück, nicht wahr? Doch gestern hat er angefangen, Blut zu pinkeln, also muss er das im Auge behalten. Ja, das sollte er wohl. Innere Verletzungen. Wenigstens konnte ich ein Koroks-Baby streicheln. Das ist doch mal was. Auf jeden Fall. Oh, vergiss nicht die neuen Waren, die wir reinbekommen haben. Ich werde es versuchen. Und ihr habt schon nix. Vorsicht, aus der Bahn, ich muss da durch. Wer weiß, was die Freelancer auch noch deinen Unsinn treiben? Könnte alles Mögliche sein. Sprich nicht so laut, okay? Die willst du nicht zum Feind haben. Glaubst du, irgendein Freelancer würde sich gegen die Sentinels wenden? Wohl kaum. Doch, ich. Ich will keinen Ärger. Eines Tages jagen wir ihresgleichen davon. Meinetwegen.
aber lass mich aus dem Spiel. Ja, Gott. Solche Gespräche mitzuhören und diese Ecke, das ist einfach nur geil. So, und wie war's? Hey, Kameradin, ich brauche deinen Rat in meiner heiklen Regulatoren-Situation. Die klar. Ganze, klar verwette ich meinen Javelin in einen Kartenspielsituation? Genau die. Ich bin also zu Ihnen gegangen, um zu sehen, ob Sie zu einem Deal bereit sind, wie wir besprochen haben, richtig? Haben Sie zugehört? Nun, anfangs schon irgendwie. Ich habe geschwärmt, was für wertvolle Sachen außerhalb der Mauer drauf warten, entdeckt zu werden. Haufenweise. Du weißt, wovon ich rede. Sicher. Was haben Sie gesagt? Sie verlangten beharrlich, dass ich Ihnen meinen Anzug gebe. Meinten, dass man Freelancern nicht trauen könne. Eine Bande Kriminelle sagt, dass man Freelancern nicht trauen kann? Genau da ist es mit mir durchgegangen. Hast du etwa einen Streit angefangen? Worauf du Gift nehmen kannst. Mit Mitgliedern einer organisierten Bande. Nur ein paar von ihnen. Hm. Verdammt, ich habe sicher alles schlimmer gemacht. Ich weiß nicht. Ja, kein Zweifel, ich weiß nicht. Wer weiß, vielleicht lassen sie fürs Erste von dir ab. Vielleicht bedeutest du ihnen zu viel Ärger. Stimmt, ich bin eine Menge Ärger. Gerätst du oft in solche Situationen? Nein. Naja, doch. Wenn jemand sich auf die Brust trommelt, muss ich es auch tun. Hin und wieder war ein Sentinel im Spiel. Vielleicht zwei. Sexy Fehlentscheidungen. Und was passiert jetzt? Vielleicht könnte ich irgendwann ein Treffen mit einem hohen Tier von Ihnen arrangieren. Und versuchen, das zu regeln? Gewagter Schritt. Kümmere dich lieber früher als später drum, okay? Früher, absolut. Willst du mitkommen? Da, ich bin dabei. Ja, gemeinsam stärker, richtig? Großartig. Du und ich, Superstar. Wir schlagen Köpfe ein. Wir schlagen keine Köpfe ein. Oh ja. Wir schütteln Hände. Wir richten nice. Die Lage, verstanden? Ich weiß. Ich mache nur Spaß. Ich muss erst noch ein paar Sachen erledigen, aber... Schieb das nicht auf, Rythe. Erledige es so schnell wie möglich. Schon gut, natürlich. Ich melde mich bei dir. Cool, cool. Kann man gehen? Kann man? Auf Pfeil? Nein, es ist die falsche Richtung. Oder ist es die richtige? Ich muss einfach mal gucken, ich weiß. Ich bin hier oben. Ah ja, da lang. Irgendwie ist es schon cool, die Gegend hier. Irgendwie vermisse ich die Typen da oben. Ah, das ist ja. Du es nicht geschafft hast? Du hattest gestern deine Hose falsch rum an. Und du willst einen Javelin tragen? Ich werde Freelancer. Die würden dich wahrscheinlich nehmen. Nein, keiner von euch beiden. Keiner. Keinen einzigen von diesen beiden Typen möchte ich da irgendwie nehmen. Keinen. Hab gehört, wie Tessin irgendwas über Dominion gefahren. Ja. Wunderbar, du hast Zeit zu helfen. Ich habe diverse Dinge, die erledigt werden müssen. Am wichtigsten ist mir, mehr dieser Runen zu finden. Ja, klar doch, mach mal. Ah, da geht's sogar nicht. Expedition zum Beginn meiner Fettforschung. Das ist also die Frage, ob ich das nach unten machen soll noch, weil es mit dem Buch da mit Hoppes auf Moppel oder wie auch immer. Vielleicht nachher, wenn noch Zeit ist, wenn wir es nochmal anschauen. Der Interceptor ist einfach nur cool. Es macht Spaß mit denen zu spielen. Ich glaube, dann werde ich doch. Ich werde es vielleicht noch den Storm vielleicht noch einmal ausprobieren, aber. Der Interceptor, der ist so, der hat was. Das ist geil. Expedition beginnen. Mal schauen, wie lange das dauert. Mal schauen.
Ah, haben wir schon. Ah. Ba, 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 ba. Hä? Wird das jetzt mal mehr oder wird das jetzt mal weniger? Das glaube ich mir, das Düsel war letztes Mal nicht dabei, oder? Was, wann ist das grün? War ja schon immer grün. Nein, jetzt war ehrlich, war der schon immer grün? Ja. Und wir haben... Oh, es ist schon wieder halb zwei. Ja. Fühlt sich gar nicht so an, als wenn ich schon so lang wach wäre. Komm, ist bitte lad. Oh, jetzt habe ich vielleicht mal alle Familie zu stellen. Tja. Was ich mal machen muss. Das werden lange Videos. Okay, wohin gehen wir heute, Matthias? Ich wurde auf ein Gestalterrelikt mit ungewöhnlichen Werten aufmerksam gemacht. Ich möchte es aus der Nähe sehen. Alles klar. Bin unterwegs. Jo. Ich glaube, das muss ich auch mal dann mal demnächst verändern. Oder kann man das ändern? Weiß ich jetzt nochmal schnell. Das ist schon. Ah, letztes Mal. Gameplay, Audio. Da! Die ungewöhnlichen Werte stammen von Relikt. Sammle die Fragmente und fahr es runter. Kein Problem. Ah. Ja, gut zu wissen. Sagen wir mal alles an hier. Ist noch einer? Ach ja, das ist gut. Knapp über den Boden, da 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 da.
Ja, komm schon. Die Position. Jetzt fangen wir der Suche an. Sie müssen hier sein. Wir haben sie. Finden wir noch eine? Klar, ich bin gerade nicht beschäftigt. Ich verstehe. Wo ist deine Rune? Ich finde die Rune nicht, das muss irgendwo sein hier. Noch ein Ziel. Wunderbar. Ab. Sicherstellen, dass ein Gebiet ungefährlich ist, mir meine Kollegen dort ihr Lager aufschlagen. Kannst du helfen? Amen. Ich glaube, da waren wir schon mal. Nein, warum jedes Mal will ich mein Ulti machen?
haben wir denn noch? Dieses Card. Ja, ich weiß, dass es gut war. Du bist talentiert in deinem Metier. Ich habe schon so viele Einfälle. Danke. Ah, Auftrag abgeschlossen. Ah, gut. Ja, ich habe nichts gesagt. Jetzt gerade eben viel. Alter, wenn ich das geredet habe, hat nämlich der eine Typ noch was geredet und es war doch dann ein bisschen zu viel. Das war dann noch. Also, hat man nichts gehört. Falls ihr das mitbekommen habt, dass er jemand geredet hat, falls er eine Stimme geteilt hat oder auch nicht. Ja, ich muss das ändern. Muss ich wohl. Baba. Schrift umkleidete Energieschild im Kreis, das ist. Hat doch was. Sind einige coole Sachen dabei, was wir da haben. Spiele. Zu sprinten kann und dann eine Verletzung kann. Ah, das bei dir nur noch wer. Also ich will nur noch rumsprinten. Auf das wird zwischen wahrscheinlich herauslaufen. erstmal Komponenten. Klingeninschrift. Schildkreis. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. So ein bisschen. So ein Treffersystem. Aber das da weiß nämlich eins besseres. Unterstützungssystem, das haben wir immer noch. Das doch, ich kann noch nichts herstellen. Hihi, Scheiße. Was haben wir denn da alles? Wir haben hier ein, das ist ein Sturmgewehr. Nehmen wir es doch. Echt, haben wir Waffe immer noch. Ah, ja. So ein Scheißdreck da unten halt. Puh, was passiert, wenn wir zerlegen? Ja, die ganzen Sachen könnten wir nicht zerlegen hier. Ach, ist das, weil er das Ding hat? Der Ranger. Ja, da bin ich. Zeigt das Socket das noch an? Ist das geil? Das ist schön eigentlich gemacht. Wenn selbst das noch anzeigt, dass es der Ranger hat.
Ja, das ist auch so ein Ranger. Zup. 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 Das kommt mal weg. Das schon mal weg. Das schon mal weg. Da haben wir ein bisschen was. Platz hier. Weg. 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 Haben wir nicht ein bisschen was? Teile. Ich bin gespannt, was das funken kann. Also lustig wäre es bestimmt auch dann. So, gehen wir wieder zurück. Achso, 18 Minuten haben wir ja noch. Was machen? Na, wir werden erstmal hier reden, dann ist hier die Mission abgeben. Eventuell vielleicht, mal schauen. Und ja. Mal schauen wir mal. Der Imperator hat geschrieben. Oder was hat es geschrieben? Ich weiß nicht, vor einer Stunde ungefähr. Oder nicht vor einer, vor zwei. Ich habe ja wirklich geantwortet. Serena, reden. Ja, da oben wieder reden. Mal schauen, was ist denn das? Ah, werden wir vielleicht nächstes Mal machen. Oder wenigstens mal. Wenn zuerst nämlich dann das nächste Mal. Wir haben noch zwei Sachen zu bereden. Da, mal schauen. Na, Serena, was geht? Hallo, willkommen zurück bei Onkel Vonnies. Hi, Serena. Wir haben neue Waren, die dir gefallen könnten. Aber vielleicht findest du mein Tessilar-Abenteuer interessanter. Ja, klingt interessant. Okay, das interessiert mich. Was war mit dem Tessilar? Okay, du weißt, dass Tessilare super süß sind, die aber einen Stromschlag verpassen können, oder? Okay. Gut. Ich habe also ein paar Freelancer dazu gebracht, mir ein Tessilar-Baby zu fangen. Wie hast du das denn gemacht? Sie schuldeten meinem Onkel Vonnie einen Gefallen. Aber darum geht es nicht. Als ich die Käfigtür öffnete, war er tot. Das war so traurig und süß. Ich musste ihn einfach zum Abschied umarmen. Aber tatsächlich schlief er nur. Denn er gähnte, öffnete ein Auge und hat mir dann eine verpasst. Wow. Wie fühlte sich das an? Als ob man von einer statischen Aufladung eine gewischt bekommt. Mal eine Milliarde. Aber dir geht's gut? Klar. Ich meine, es kribbelt zwar immer mal wieder, aber so langsam kann ich wieder klar sehen. Also ist alles in Ordnung. Weißt du, irgendwie erinnerst du mich an einen Tessilar. Wirklich? Ja, ich glaube, es liegt daran, wie du läufst. Hey, vielleicht solltest du dir unsere schicken Komponenten ansehen, bevor du gehst. Klar. Du weißt, dass du jederzeit vorbeischauen kannst, oder? Du weißt schon, für Handwerkskram oder was auch immer. Aha. Regulatorladen. Neue Sachen. Sturmteile, Interceptorteile, Waffenteile, chemische Komponente, chemische Legierung. Ja. Nein, gibt es nichts. Und wir haben hier 29.000. Hä? Muss man auf den Grund gehen? Wir können hier nicht überleben. Sprich leise. Es muss ja nicht zu jedermanns Problem werden. Aber es ist jedermanns Problem. Wenn sie nicht sehen, dass dieser Ort in Gefahr ist, dann bekommen sie gar nichts mit. Alles außerhalb der Mauer, das Zähne hat, will uns umbringen. Und ich bin ziemlich sicher, dass alles ohne Zähne auch einen Weg finden wird. Merrick, beruhige dich. Nachschub kommt nicht durch. Wer wäre auch so verrückt, ihn zu liefern? Wie sollen wir so leben? Und warum sind wir überhaupt hergekommen? Weil wir nicht beim ersten Zeichen von Ärger aufgeben. Wenn das Leben hart wird, sind wir noch härter. Das hast du mir mal beigebracht. Ja, es ist nur...
weiß nicht. Die Hitze, die Schwüle. Ich habe seit 3 Tagen Hunger. Das muss besser werden. Ja, bei Megan Parker ist Caliber haben. Schmecken doch gut. Na, eigentlich nicht, aber. Hey, wir teilen unsere Erfolge in der Enklave, nicht wahr? Wir alle sind da draußen. Was ist jetzt schon wieder? Hey, danke, dass du mir bei dieser ganzen Javelin-Sache hilfst. Oh. Da ist sie, mein Kontakt. Max, Freelancer. Passt du auf diese Unruhestifterin auf? So gut ich kann. Ich beobachte nur. Wenn es sie am Leben und die Straßen sicher hält, natürlich. Sehe ich genauso. Wir wollen doch alle nur in Frieden leben, nicht wahr? Das spricht für dich, Wright. Gut, sie über mich das reden. Warte, du hast sie doch nicht irgendwie verärgert, oder? Hab ich das? Bisher nicht. Das läuft ja wirklich bestens. Nicht so schnell. Wright schuldet ihren Anzug und das war's auch schon. Ein Kartenspiel ist für diese Leute wie ein Vertrag. Hör zu, sie wollte einen Deal anbieten. Und nicht den Anzug, aber etwas von gleichem Wert abgeben. Ich hab gehört, das ging schief. Gut möglich, dass ich ein wenig zugeschlagen habe. Eine Fehlentscheidung. Eine sexy Fehlentscheidung. Bitte was? Nicht so wichtig. Wie können wir das Problem lösen? Ganz einfach. Sie arbeitet für mich. Vergiss es. Ich bin kein Regulator. Ich brauche auch keinen Regulator, sondern einen Freelancer, dem ich vertrauen kann. Du arbeitest für mich, mit richtigen Verträgen und allem drum und dran, und ich sorge dafür, dass die Regulatoren aus deinem Leben verschwinden. Ich weiß nicht recht. Ich bin skeptisch. Klingt okay? Klingt skeptisch. Dann hat sie eine Arbeit. Und notfalls könnte ich sie sogar eine reinbringen. Oder helfen, wie auch immer. Wenn die Verträge seriös sind, könnte das ein guter Deal sein. Ein Freelancer in seinem Anzug ist sehr viel mehr wert, als den Anzug zu verkaufen. Ich brauche jemanden, der ein paar Dinge für mich erledigt. Und ich will keine Sentinels. Tja, verdammt. Das wird mich aus der Misere retten und ich komme wieder raus. Sexy Gefahr? Ja, okay. Sexy Gefahr. Was? Nicht wichtig. Ja, mein Ziel. Ja. Max hat wieder nichts verstanden. Läuft doch perfekt. Und wir machen jetzt erst einmal Schluss hier. Oh, sind gar nicht da. Schade. Naja, wie gesagt, wir machen einen kleinen Schluss. Und ja, nächste Folge werden wir dann erst da hinten machen. Ich werde auch dahinter laufen, wenn irgendwas dazwischen kommen sollte. Hören wir uns dann da später.